Alan Wake 2 sieht fantastisch aus und wird mit Path Tracing noch schöner. Hallo da draußen, hier meldet sich Hagen Geritz von Gamers Global mit dem Technikcheck zu Alan Wake 2. Schon mit dem surrealen Actionkracher Control war Remedy Entertainment unter den ersten, die Raytracing-Effekte im großen Stil in einem Spiel umsetzten. Und auch jetzt klotzt das finnische Studio statt zu kleckern. Alan Wake 2 unterstützt zwei Nvidia-Features, die ihr gemeinsam bisher nur in Cyberpunk 2077 erleben konntet: Path Tracing und Ray Reconstruction. Im Folgenden zeige ich anhand von Vergleichsszenen, wie Raytracing-Effekte in der PC-Version von Alan Wake 2 zum Einsatz kommen. Alle Spielszenen im Video wurden auf unserem MIFCOM-Testrechner mit einer RTX 4090 aufgezeichnet. Bevor es losgeht, nochmal kurz der Crashkurs. Bei Raytracing reden wir von der Berechnung von Lichtstrahlen, um den Weg von der Lichtquelle zum Auge des Betrachters realistischer darzustellen. Insbesondere das, was passiert, wenn die Lichtstrahlen auf dem Weg auf Oberflächen treffen und davon abprallen. Bei Spielen reden wir natürlich dabei von Berechnung in Echtzeit. Und einer der Tricks, den es dabei gibt, ist eben, dass eine gewisse Stichprobe an Lichtstrahlen genommen wird und dann damit clever das hochgerechnet wird. Ganz laienhaft ausgedrückt. Die drei großen Anwendungsgebiete für Raytracing in Spielen sind Schattenwurf, Spiegelung und die Beleuchtung. Path Tracing ist eine Form dieser Lichtsimulation von Nvidia, die im Filmbereich als Full Raytracing bekannt ist. Damit wird der Weg theoretisch aller Lichtquellen im Bild innerhalb eines gewissen Radius berechnet. Auch hier wieder mit dem Trick mit den Stichprobenstrahlen. Und statt es einzelne Routinen für die Raytracing-Schatten, die Spiegelung und so weiter gibt, kommt beim Path-Tracing quasi alles aus einer Hand. Als ich Alan Wake 2 startete, dachte ich zunächst, dass die Einstellungen sicher so ähnlich aussehen werden wie in Cyberpunk 2077, doch da wurde ich direkt überrascht. Hier wird nicht getrennt zwischen diversen Raytracing-Stufen und ganz separat Path-Tracing. Ihr könnt bei den Raytracing-Optionen natürlich auch einzelne Punkte hoch oder runter regeln oder zwischen vier Raytracing-Voreinstellungen wählen. Aus, niedrig, mittel und hoch. Die letzten beiden Stufen aktivieren aber dabei automatisch Path-Tracing der Stufe mittel respektive der Stufe hoch. Mittleres Path-Tracing soll dabei nur eine Lichtbrechung berechnen. Erst auf hoch gibt es volles Path-Tracing mit bis zu drei simulierten Ablenkungen des Lichtstrahls. Bei den Beschreibungen also nicht durcheinander bringen lassen, wir reden hier allgemein immer von Raytracing-Effekten, aber wenn ich in diesem Spiel die Raytracing-Einstellungen auf Mittel oder Hoch setze, dann kommt Path-Tracing zum Einsatz. Und was dabei auffällt, deaktiviere ich Path-Tracing, gibt es auch keine Raytracing-Spiegelung, sondern die sonst gängigen Screen-Space-Reflections. Die können durchaus auch hübsch sein, haben aber typische Nachteile, wie zum Beispiel, dass sie verschwinden, wenn mein Blickwinkel zu steil wird. Bei der Voreinstellung niedrig kommt Raytracing also nur für Schatten und die globale Beleuchtung zum Einsatz. Interessant ist auch, dass schon bei der niedrigen Voreinstellung Ray Reconstruction aktiviert wird. Denn bei Cyberpunk 2077 war es noch so, dass man das nur regulär aktivieren konnte, wenn Path Tracing im Einsatz war. Allgemein ist aber Ray Reconstruction ein Feature von DLSS 3.5, das allen RTX-Karten zur Verfügung stehen soll. Es bekämpft Unsauberkeiten beim Hochskalieren der Raytracing-Effekte. Wie schon bei Cyberpunk 2077 kann man beobachten, dass dadurch pixelige Kanten bei Schatten behoben werden. Und es fällt auf, deaktiviere ich dieses Feature, werden auch die Schatten bei der niedrigen Raytracing-Voreinstellung auffällig krümelig. Es macht also durchaus Sinn, dass es standardmäßig aktiviert ist. Weniger direkt fällt ins Auge, die Texturdetails von in den Schatten getauchte Objekte sind mit Ray Reconstruction klarer zu erkennen. Nicht zuletzt werden auch Spiegelungen klarer und verwischen nicht mehr, wenn ihr euch bewegt. Schauen wir uns einmal den Schattenwurf genauer an. Alan Wake 2 ist voller Szenen, in denen Remedy viele kleine Objekte platziert hat, die im Licht eurer Taschenlampe lange Schatten werfen. Auch ganz ohne Raytracing sieht das gut aus, doch schon bei der niedrigen Raytracing-Voreinstellung wirken gerade dünne Schatten wie die Antennen der Funkgeräte weniger ausgestanzt. Bei den höchsten Einstellungen werden Details bei nachlassenden Schatten noch feiner.
Und der Unterschied zum deaktivierten Raytracing, der zeigt sich schön beim Schatten dieses Campingstuhls, der vom einfallenden Licht der Tür natürlicher abgeschwächt wird. Auch farbige Lichter sind alles andere als eine Randnotiz. Alan Wake 2 ist teils wieder herrlich surreal und das schlägt sich auch in einer stärkeren Stilisierung nieder, was Lichter angeht. Räume sind oft in leuchtende Farben getaucht und immer wieder wechselt die dominierende Farbe. Da trifft sich natürlich super, dass farbige Lichter mit Raytracing natürlicher abstrahlen. So wird auch vermieden, dass manche Objekte ungewollt herausstechen, weil sie sich nicht richtig in die Lichtstimmung einfügen. In dieser Szene trifft rotes Licht von rechts auf grünliches von einer Lampe hinter diesem Bühnenbild. Ohne Raytracing strahlt das rote Licht noch sehr weit über die Rohre bis in den grünlichen Bereich. Bei der Raytracing-Voreinstellung niedrig kommen nicht nur viele Schatten dazu, sondern die Rohre nehmen die Farben nun auch besser an. Wechsle ich dann auf die hohe Raytracing-Voreinstellung, also die mit dem maximalen Path Tracing, kommen noch zusätzliche farbliche Lichtreflexe zum Vorschein, die teils vorher von den Schatten verschluckt wurden. Was die Performance angeht, spielte ich mit maximalen Einstellungen in 4K-Auflösung und aktivierte DLSS als Upscaler in der Einstellung ausgewogen, dann kam ich in den urbanen Szenerien, die ihr mit Alan Wake erkundet, auf 50 bis 60 Bilder pro Sekunde. Doch in den wunderschönen dichten Wäldern, die ihr mit der zweiten Protagonistin Saga Anderson besucht, wurden daraus selbst mit DLSS-Einstellung Leistung nur 20 bis 27 Frames pro Sekunde und das ist nun wirklich nicht mehr schön spielbar. Selbst mit topaktueller Hardware muss man also Frame Generation aktivieren, wenn man eben in 4K-Auflösung und mit allen Details auf Maximum flüssig spielen möchte. Und flüssig wurde es dann auch mit 80 FPS und mehr. Doch auch wenn Alan Wake 2 sehr anspruchsvoll ist und in der PC-Version potente Hardware erfordert, mit ein paar Kompromissen geht es auch ohne RTX 4000er Karte. Auf meinem privaten Rechner mit einer RTX 3070 wollte ich nicht mehr ohne die starken Reflexionen spielen, also musste zumindest Path Tracing mittelaktiviert sein. Ich spielte dann trotzdem vorwiegend in hohen Einstellungen, manche auf Mittel bei einer Auflösung von 1440p und DLSS auf der Stufe Leistung und damit konnte ich dann auch in den Wäldern mit 30 FPS spielen. Für manchen klingt das sicher wie die Pest, aber mir reichen die 30 Bilder pro Sekunde. Damit komme ich zu meinem Fazit. Auch ohne alle Einstellungen auf Maximum zu drehen, ist Alan Wake 2 grafisch ein Brett. Das seht ihr auch im Testvideo der PS5-Version von Kollege Benjamin. Die maximale Path-Tracing-Stufe rundet die Szenen nochmal deutlich ab. Aber auch auf den niedrigeren Raytracing-Voreinstellungen sorgt Alan Wake 2 für Wow-Momente. Da stellt sich durchaus die Frage, ob die vielen Detailverbesserungen einem die Performance-Kosten wert sind. Aber gerade bei den Spiegelungen hat die PC-Fassung im Vergleich zu den Konsolen deutlich die Nase vorn, wenn man denn mit Path Tracing flüssig spielen kann. Wie gesagt, ich wollte nicht mehr ohne sein, denn gerade an vielen Orten, die ihr mit dem Titelhelden erkundet, gibt es überall kleine Pfützen oder auch schon mal überflutete Gänge, in denen die Reflexionen richtig gut zur Geltung kommen. Aber auch bei der Erkundung mit Saga sind die Spiegelungen das Sahnehäubchen für die wunderschönen Kulissen. Und damit entschuldigt mich bitte, ich muss dann mal weiter meinem Pfützenfetischismus frönen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt.